Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Test. Und zwar diesmal einen Shooter, einen Free Shooter. Und zwar, wie man hier oben schon lesen kann, Sudden Attack von Nexon aus Korea gemacht. 2000, ja, das ist schon ein wenig älter. Ja, es ist schon ein bisschen älter, ich glaube 2006, 2005. Auf jeden Fall habe ich es früher schon mal gespielt, vor 4 Jahren oder so. Habe ich sogar ziemlich oft gespielt, das war mein erster Shooter, den ich gespielt habe. Ja, das war ich seit 3 Jahren, glaube ich, nicht mehr drin. Mal gucken, was sich hier so getan hat hier. Den Account habe ich mir gerade eben erst erstellt. Hab schon vor ein paar Runden gespielt, einfach mal, um reinzukommen. Aber nicht besonders lang. Warte mal, wir können hier mal schauen. Loggen uns im Bootcamp ein, da wo die Noobs sind. Aber ich glaube, da gehöre ich auch dazu. Weil. Ah, oh, was war jetzt los? Ja, so kann man das sehen, KD 20 zu 45, besser wird es jetzt auch nicht sein in diesem Video. Ach, Karre, diese FPS-Anzahl wollte ich noch aussagen, aber ne. Das Spiel, das musste fünfmal anklicken, damit es überhaupt mal startet. Jetzt mache ich das nicht nochmal. Ich will ja auch gleich schlafen gehen, wir haben fast 0 Uhr. So, dann machen wir da nochmal ein Spiel hier. Was kann man hier machen? Sniper-Match. Airport Demolition. Also was machen wir es einfach mal? Machen wir es einfach mal. Die Map kennen wir nämlich noch von früher. Bei, naja, ist jetzt ziemlich unspektakulär. Was ich auch scheiße finde. Im Menü hat das Spiel 800 mal 600 Pixel und im Spiel 1280. Das ist, glaube ich, scheiße. Auf jeden Fall hat die Auflösung 1280 mal 720p und das muss sich dauernd so ändern und es ist nicht so gut für Fraps, weil, glaube ich, dann immer ein neues Video anfängt. Dann wird die Festplatte ziemlich voll. Naja. Ich staune mir mal diesen schönen Ladebildschirm. Also vorhin ging es auf jeden Fall schneller. Naja. Tue ich mal den Ladebildschirm überquatschen. Es geht doch! Mann, jetzt ist das Spiel abgestürzt oder was? Alter, das gibt's doch gar nicht. Ja, also dann bis zum nächsten Video. Ja, willkommen zurück beim, immer noch beim Let's Test, immer noch beim gleichen Video. Ja, das Spiel ist vorhin abgestürzt. Ja, ich wollte es löschen, aber ich dachte mir, lassen wir es einfach drehen, um zu sehen, also um zu zeigen, das Spiel hat Hemmungen. Es dauert. Könnte am Windows 8 liegen, weil das Spiel ist, wie gesagt, schon etwas älter. Früher ging's. Ach, jetzt habe ich wieder die FPS-Anzeige drin gelassen. Ach egal, beim Video ist sie kleiner als ich sie hier sehen, weil hier ist sie wirklich ziemlich fett. So, jetzt machen wir das gleiche wie vorhin. La la la, Bootcamp 1. Diesmal gehe ich nicht in den gleichen Server. Na, er ist eh nicht mehr da. Gut. So, die Map kenne ich ja noch von früher. Dann machen wir da mal mit 4. So, jetzt steht sie wahrscheinlich wieder ab. Nee, noch nicht. So, hier sieht man, laden geht ziemlich schnell. Ach, Kacke, jetzt habe ich noch die Schnauze von vorhin drin. Ach, ist aber egal. So. Ne, da steht schon einer. So, schauen wir, was wir hier reißen können. Gar nichts wahrscheinlich. Auch mit Zoom hier. Dann tun wir unser Glück. Granate hier. Feinde hoch. Ja, genau, da kennt er da hinten. Ja, schau dir das an. Muss ich nicht wirklich, aber also stehen, da kommt der Kollege hier. So mit der Sniper, der das jetzt nicht viel machen können. Smoke Shell Smoke Shell. So, komm schon, jetzt reiß mal ein. Jetzt reiß mal ein weg. Oh, hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Ah. Boah, jetzt camp ich hier. Jetzt kill ich immer den gleichen. Boah, das ist ein langweiliges Video. Nee. Ah, den killen wir jetzt nochmal. Ey, komm schon. Mit dem Messer. Ah! Wir haben ihn erwischt. Na, da bin ich. Was
ist da los? Habe ich den jetzt noch erwischt oder nicht? 2-12, was ist denn da los, ey? Den muss ich doch erwischt haben hier. Also diese Messeraktion war ziemlich erbärmlich. Man stirbt hier nämlich erst nach 3 Messerstichen mehr so. Ach ja, außerdem, man kann sich hier Waffen kaufen. Wie gesagt, ist ein Free Shooter, Free MMO FPS. Spiel finanziert sich halt durch Cash Shop. Was ich hier ziemlich, naja, kacke finde eigentlich. Weil diese Waffen, die man sich kaufen kann, sind nicht unendlich stark. Man kann sie zum Beispiel ein Messer kaufen, wo du schon mit einem Stich stirbst und nicht so mit dreimal gleich mit einem. Genauso wie bei den Waffen, weil bei der Sniper da brauchst du 3 Schüsse und dann ist der irgendwie erst passiert. Nummer 1, so, jetzt habe ich gar nicht getroffen hier. Aber ich habe den getroffen, ich habe den eigentlich, ich musste den getroffen haben. Naja, Spiel ist alt, Spiel spielt kein Schwein mehr. Leider eigentlich. Hat schon Spaß gemacht früher. Früher war da mehr los auf jeden Fall. Jetzt hier 15 Server, früher waren da über 200-300 sogar. Also kommt schon der Honor. Mann! USP sogar. Der ist sogar der originale Name hier. Mann! Boah, ist das scheiße hier. Ich mach danach auf jeden Fall noch ein Spiel, weil... Ja, auf der Uhr 0 Uhr jetzt. 3 vor 0. 3 vor 0 vor 0. Ich bin auch so blöd, dass ich die Sniper nehme. Ich bin auch so blöd, ehrlich gesagt. Und die Waffen kann man ja auch nicht ändern, musst du wieder ins Menü gehen. Hat jetzt keinen Bock hier Rage zu quitten. Change Weapon Hotkey, ich weiß auch nicht. Ich drücke immer auf N, also habe ich schon vorhin. Ging nicht. Nichts passiert. Ist so eine komische Liste aufgegangen, aber die hat mir auch nicht viel geholfen. Die habe ich mir aber geholt. Mit der Pistole. Warte. Ja. Nein! Mann! Die Waffe weg! Mit auch die AK. Ach, ich wohl. Ja, Alter, ich drücke die ganze Zeit auf Q. Wie bei Minecraft. Und nicht auf G. Da ist einer. Aber ich muss nachladen. Kacke hier. Ah, Alter. Also in der vorherigen Runde war ich viel schlechter. Bin zwar jetzt auch nicht der Pro, aber ich war viel schlechter. Habe ich, glaube ich. Jetzt 4-7, in der letzten Runde hatte ich glaube ich eine 0,33er KD gehabt. Und hatte keine Sniper dabei. Ja, super. Egal. Ja, ich glaube, die verpackt hier genauso lang. Also mit Battlefield oder mit Modern Warfare kann ich das Spiel echt nicht vergleichen. Ist ja wie gesagt kostenlos. Das ist überhaupt noch welches Spiel, wundert mich ehrlich gesagt auch. Und so, wie kann man hier den Kill hier? Scheiße. Da gehe ich nicht nochmal hin. Oder? Nein! Da hat der was möglich, der Junge. Der war gnädig. Aber wir sind nicht gnädig. So, jetzt geht man hin. Jetzt geht man hin. Ist aber was kommen hier. Wie geht es? Warum gibt es hier keine Killcam? Warum nicht? 6-9. Todbester hier. Wie kann ich Todbester sein mit dem Scheiß, was ich hier spiele? Epischer Waffenwechsel hier. Ja, hatten wir hier. Trotzdem nichts mit anfangen. Mann! Habe ich gerade aus Visier geschaut?
bin auch blöd hier. Ja, Ping ist das Einzige, was hier gut ist. Ja. Muss ja so kommen, ne? Diese Stimmen in diesem Spiel, die feiere ich ja. Ich finde die so geil. Einfach weil sie so schlecht sind. Warum stirbt der Bastard nicht? Das gibt's doch gar nicht! Alter Finne, ey! Mit der SMG, mit einer MP7 hier. Na gut, die Leute hier sind auch natürlich nicht mal laut. Hintereinander gekillt. Was ist denn da los? Hier schon Jack the Ripper, ey. Was ist da los? Warum sterben die so so schnell? So langsam, so schwer, wollte ich sagen. Ach, oh, der eine hat noch einen Spawnschuss gehabt. Wenn man, wenn Tiki gelb ist. 12-12 hier! Der ist so blöd! Der ist so blöd! Also den hätte ich immer die... Einfach nur aus Kulanz hätte ich den Team bekommen. Weil ich so nicht zu meinem Team in Babin und ausgedacht habe. So, da wenn ich von. You will be docked points for... Ja, ich verstehe das nicht. Nicht das Englische, ich verstehe es einfach vom Spiel nicht. Ah, habe ich gerade nicht geschaut. Ne. Machen wir nicht. Eiskalt verloren hier. 280 Frames hier. Ah, diesmal keine Lags vor allem. Vorhin hat es geleckt wie sonst was. Also im anderen Video, ich habe es schon mal aufgenommen. Einfach nur so probemäßig. Eine Probebohrung habe ich da gemacht. Oh, da werde ich eingeladen. Was da drin? Das Team Deathmatch, ja, machen wir mal. Jetzt ändert er wieder die Auflösung. Ach, nee, weißt du. Ja, jetzt, der Einstellungsmenü von, das Einstellungsmenü hier. Das ist vor allem die Map, meine Lieblingsmap. Meine frühere Lieblingsmap, aber die ist irgendwie ausgestorben. Ja, super. Mann, weg da! Na, jetzt heller geworden. Naja, auf jeden Fall erstmal raus hier. Mann, es ist das Spiel laut! Tut mir leid. War mein Fehler. Hab wahrscheinlich wieder die Standardeinstellungen gemacht. Alter, was mache ich denn hier jetzt? Ja, geht doch, ey. So. Tut mir echt leid. So, jetzt versuchen wir nochmal unser Glück hier. Ach, ich brauche endlich einen zweiten Monitor. Ich habe doch einen zweiten Monitor, nur ich habe keinen großen Tisch hier, um einen zweiten Monitor dahin zu stellen. Vielleicht können wir das Aufnahmeprogramm laufen lassen. Übrigens nehmen wir die Grabs auf. Die gekaufte Version sogar. Ton nehme ich auch mit Fraps auf, was ich ja mal ändern müsste. Weil ich finde das Spiel hier bei meinem Headset finde ich ein wenig leiser eigentlich. Jetzt fängt es wieder an zu lecken hier, Mann. So, jetzt geht's wieder. Wer kommt da? Ach nee, der Weg hier rein. Also ich denke, das Spiel können wir noch machen. Dann. Beenden wir auch mal das letzte Test, weil es geht ja noch. 100 Kills oder 8. Ne? Eigentlich wollte ich ja nie alleine so eine Aufnahme machen. Eigentlich wollte ich ja Ding machen erst, einfach nur Gameplays bringen von FIFA oder von neuen Spielen. Dann hat mich ein Kumpel gezwungen zu reden und naja, wie ihr wisst, wenn ihr schon länger dabei seid, gibt es jetzt dieses Problem hier, dass ich sterbe. Nein, das
Also das wieder. Ach Gott, wie soll das. Ach Gott, vor allem, wie soll das jetzt erklären? Also das, dass man die Stimmen halt doppelt hört, weil wir sitzen halt nebeneinander. Das ist einfach kacke sehen. Die einzigste Lösung wäre einfach mit einem Mikrofon aufzunehmen, was aber auch scheiße ist, weil er dann leise ist oder ich. Oder die PC ist auch das zueinander zu stellen, aber damit nicht immer Aufnahmen machen würde, ist es jetzt auch nicht so lohnen. 03 vor allem. Na, jetzt habe ich mal versucht so, aber macht schon Spaß eigentlich so auch mal allein aufzunehmen. Auch wenn wir hier nichts reißen. Nein, natürlich hat der die Granate geworfen als erstes. Dass man hier nicht ziehen kann, finde ich auch wirklich scheiße. Ähnelt ein bisschen Counter-Strike so mit der Grafik her. Counter-Strike 1.6, was ich nie gespielt habe. An sich Counter-Strike nie gespielt, außer Counter-Strike Go auf der Xbox. Demo-Version. War eigentlich ganz lustig. Schade, dass ich keine Konsolen aufnehmen kann. Dann würde ich auch mal Black Ops 2 und so bringen. Natürlich. Jetzt haben wir keine. Ah, jetzt haben wir keine Primärwaffe mehr. Primärwaffe. 05 hier! Na, im vorherigen Game sah es schon aus. Anders. Anders aus. Ja, der ist tot. Schön, die kann er jetzt hier. Bleiben aber auch alle hinten in dem Scheiß-Spawn. Ja, also ihr könnt halt hier in diesem Video sehen, wie ich dauernd so auf dieser Scheiße hier sterbe. Ist super. Ja! Da ist doch der erste Kill hier! Mit 29 HP noch. Also das da, ach, wollte ich das schon mit den Fingern zeigen. Das ist ja neben dem Ziel hier, das finde ich ein wenig von Half-Life kopiert. Ich glaube, das ist genauso bei Half-Life. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, das war früher noch nicht so. Das war mit 29 HP kann es ja nichts machen. Mit 130 ja schon fast nichts. Oh ja. Feuer in der Hole. Einfach nur geil, diese Stimme. Also getan hat sich jetzt nicht wirklich viel, außer dass das Spiel noch unbeliebter geworden ist. Aber naja, aber wie gesagt, mein erster Shooter, mein erster Online-Shooter. Wie viel steckt er denn ein? Muss mir ja Pixel genau auf den Kopf zielen. Jetzt ist er natürlich weg, ne? Kleiner Alarm immer. So kleiner natürlich einfach auf G wirken, ja auch wenn. Schade eigentlich, das scheiße sogar schon. 1-8. Ich bekomme ja gar nichts auf die Kette hier. Die anderen sind besser als ich. Das ist egal, ey. Ziemlich arrogant hier. Ach komm. Ach komm. Ne, nach dem Match zeige ich euch nochmal. Zeige mir nochmal den Item Store oder Item Shop. Ja, ist alles mit Store. Alter, warum? Den finde ich jetzt aber ja! Den iPod Healer hier! Mit 41 Frames hier in den Respawn gestürmt. Ah, mehr als 40 Frames gibt's auch noch nicht, aber ich hätte. Ach nee. Mann! Es gibt wieder iPod Healer. Der beste Mann hier, ja?
So sieht ein Spiel von innen aus. Mit Blocker-Ding. Aha, ich glaube, das wurde gegen die Wall-Hacker gemacht, weil wenn man da in diesem Spiel gibt es nämlich auch viele Hacker. Also früher gab es viele Hacker. Jetzt gibt es dann mehr Spieler hier. Ja! Da haben wir doch! Headshot mit der Granate! Kann es denn noch besser laufen hier? Kann es denn noch besser laufen? Einen Headshot mit der Granate. So, jetzt haben wir auch noch den geschafft. Ist das hier die Wende? Die Jahrhundertwende. Ne? 5 Zeug, ne? Immerhin 3 Stück gekillt. Was ich bitte schon gesagt habe, aber hier kann man auch Skins kaufen und alles. Zum Beispiel ein Frauen. Ach nee. Ein Frauen-Skin. Mit diesem engländerischen Abzug. Ein engländerischen Abzug. Das glaube ich jetzt verrückt. Ach ja. Noch eine Minute, dann ist ja das Spiel vorbei. Ne, oder noch zu viel. Ach, tut mir leid. Hab auch so viel gespannt. Haben wir verloren. Ist auch schon mal was. Jetzt ändert es wieder die Auflösung hier. 5 zu 13. Ja, so soll es auch sein, ne? 74 Punkte bekommen. Da sieht man jetzt mal, ich habe 74 Punkte bekommen, so. Gehen wir raus hier. Im Shop kostet eine Waffe 8000 Punkte. Was ein Ultimate Megaform bringt. Aha, da unten sieht man's. Hab jetzt aber keine Lust vorzulesen. Naja, da. Es sieht so aus wie ein Headset. HP Exploration. Keine Ahnung, was es heißt. Vielleicht gibt man da mehr HP. Ja, vor allem da 44.000 Punkte. Du bekommst 100 pro Spiel. Also musst du 440 Spiele machen, damit du dir eine Sniper für 30 Tage holen kannst. Also das finde ich doch mal ein bisschen überteuert für ein Spiel, das kein Schwein mehr spielt. Aber naja, Nexon hat ja auch noch andere Spiele. AVA gehört glaube ich auch dazu, aber das kann man auch über Steam spielen. AVA war glaube ich der zweite Shooter, den ich gespielt habe, in meinem Life. Der erste gekaufte Shooter war Modern Warfare 2 für Ding. Xbox. Ja. Auf jeden Fall. Da, Charakter kann man sich kaufen. Was es allerdings bringt, das weiß ich eigentlich auch nicht. Einfach nur, siehst du halt besser aus. Was sind halt die weiblichen hin? Früher gab es weibliche. Da kannst du ja auch ein Hähnchen bestellen. Da auf jeden Fall, da Punkte, dieses NX Prepaid und NX Credits, das sind alles so kaufbare Scheißerles. Wie viel aber sowas kostet, habe ich keine Ahnung. Ja. Da kann ich glaube ich Namen ändern. Ne, da. Schon ein bisschen. Naja, sind viele Punkte. Da kann man die rote Karte entfernen, was auch immer was bringen soll. Klaren Gründen kann man glaube ich auch für, ich glaube 30.000 Punkte war das. Habe ich sogar früher versucht, habe es nie geschafft, weil keine Ahnung, ich habe mir immer einen neuen Account erstellt, weil mir der Name nie gefallen hat. Wenn mir der Name bei einem Spiel nicht gefällt, dann spiele ich dieses Spiel nicht mehr. Es ist ganz schlimm. Naja. Ach. Gehen wir noch mal in das Normale. Ah, da sind die Server schon voller, vielleicht ist er da mehr los. Ja, voll. Naja, auch nicht wirklich das mache. Alter, früher ging es bis ganz runter. Bis ganz runter. Ungefähr 200 Karten. Oh mein Gott, da ist Bridge. Da machen wir schnell mit. Da machen wir auf jeden Fall. Ah, da sind die Pros dabei. Egal! Oh, die Tastatur, der Akku ist fast leer. Oder die Batterien. Ja, das Bridge. Ach, da ist er. Alter, 3-4 Jahre nicht gespielt. Das erste Mal zurück bei The Bridge. Boah, sind das Erinnerungen. Oh, da unten Headglitchen mit der Sniper.
Boah, ey, das waren noch Zeiten hier. Da unten sieht man halt eine Frau. Und da ist die Frau Matsch. Ja, da noch eine. Alter, die Map, die Erinnerungen vor, ne? Das glaubst du nicht. Aber die Grafik, ey, die war früher besser. Guckt euch das an, ey. Nicht wie das war, ne? Was soll denn das, Alter? Warum sterben die nicht? Na, ich gebe noch eins hier. Komm, wird ein längeres Video hier. Hier, ne? Item. Also sich hier noch lohnt, Items zu kaufen, wundert mich. Spiel doch keiner mehr. Ja, super. Ah, ich dachte, das Spiel wäre jetzt wieder abgespielt. Ach, The Bridge. Ja, jetzt ist abgespielt, oder? Tut sich nichts mehr. Ja, sieht so danach aus. Na, wenn es jetzt wirklich abgeschmiert ist, dann sage ich mal tschüss, ne? Ja, haben wir wieder ein Video gemacht. So, das morgen kommt, glaube ich, nochmal ein Fiesta Let's Play, oder vielleicht haben wir dann zwei raus mit AVA. Mal gucken, was der Tag so bringt. Also dann, bis morgen vielleicht, wer noch dabei ist. Wenn nicht, dann halt nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen hoch lassen. Ein Kommentar wäre echt nett. Naja, dann also auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal hier.